Fantastische Leute, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute müssen wir uns mal zwischen dem richtigen Killerportal entscheiden. Minecraft, wenn dir das gefällt, würde ich mir freuen, wenn ihr jetzt allen Like da lassen würdet. Meine Freunde, grüße ich den lieben Leon Hoffmann. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, dann musst du einfach nur jetzt das Video positiv bewerten, Hashtag Syntame in die Kommentare schreiben und den Kanal abonnieren und die Glocke rechts aktivieren. Na, Teddy, und jetzt wünschen wir, Teddy und ich, dir viel Spaß bei dem Video. Can't wait so we can break about the heat. If I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't. Und ja, Freunde, guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden. Es ist noch relativ früh am Morgen. Und an alle, ja, Teddy, guten Morgen, Teddy. Ja, Teddy, guck mal, Freunde. Und an alle Leute, die jetzt hier gerade neu sind, nicht wundern, warum ich ein kleiner Diamant bin. Denn ich habe mich weiterentwickelt. Gestern war ich noch ein Dirtblock. Und jetzt bin ich schon ein kleiner Diamantblock, Freunde. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt einfach mal auf die Videos. Das kam gestern online, die Evolution von einem Dirtblock, Freunde. Da seht ihr, dass wie das passiert ist. Und heute, ja, müssen wir, ihr habt es gesehen, bisschen hier weiter tüfteln an der guten Brücke. Weil ihr seht, die sieht nicht so schön aus. Wir haben die zwar gerade umgebaut. Das an sich sieht jetzt schon besser aus, aber wir müssen halt hier noch die ganzen Sachen hier an der Seite wegbekommen. Sowas wie das hier. Und ja, Freunde, deswegen ist es heute dran. Danach steht noch die tägliche Aufgabe an, wo wir auch wieder richtig viel zu tun haben, ne? So, perfekt, perfekt, perfekt. Ja, also, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das dann so weiterläuft. So, das muss auch alles weg hier, Freunde. Und so kleiner Käfer auch. Und dann müssen wir natürlich auch die Stützen neu machen, dass diese, ja, wie soll ich sagen, Brücke, ne, auch noch weiterhin bestehen bleibt. So, das muss alles weg hier, Freunde. Alles weg. So, und ihr seht, dieser Pfeiler ist natürlich jetzt halt falsch gebaut. So, so ihr seht es ja, Freunde. Hier ist noch ein bisschen was über. Das muss halt alles weg, dass es hier dann eben schön ausschaut, ne? Da versteht er mich, denke ich auch. So, und der kleine Teddy, der ist mir momentan so ein bisschen einsam, habe ich das Gefühl, Freunde. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Freunde für den finden. Fände ihr das eine gute Idee, so ein paar Freunde für den Teddy? Ich gehe mal stark davon aus, Freunde. So, und die Katze, ja, weiß nicht, die Katze da hinten, haben wir auch Teddy gebaut, Freunde. Die Leute, die die Folge gestern verpasst haben. Guck mal, da hinten, da ist Teddy. Also so halb, ne, das musste ich mal. Aber guckt euch einfach das gestrige Video an. Dann erfährt ihr da in der Hinsicht nochmal eindeutig mehr. So, okay, also das Grundgerüst steht ja, wie gesagt, jetzt. Und wir haben eigentlich auch alles so wieder bereinigt. Hier müsste noch ein bisschen Dirt hin. So. Zack, zack. Okay, also, wir müssen hier jetzt nämlich noch einen neuen Dinger bauen. Eine neue, wie soll ich sagen, Stütze? Das trifft es eigentlich ganz gut. Zack, zack, zack. Moment, das muss hier zu. Perfekt. Und dann hier auch. Okay, das war jetzt unnötig. Sondern hier zu. Herrlich, Freunde. Dass es einfach so ein bisschen stabilisierter ist. Und diese Line hier muss auch noch alles zu, sehe ich gerade. Das habe ich, also damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, zack, 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 wobei. Wir müssen es nur eins tief machen, oder? Ja, okay, das war ein bisschen doof. Alles gut, das bauen wir wieder weg. Dann geht es hier weiter. Zack, Moment. Freunde, so. So, also das sieht ja alles schon mal ganz schön aus. Schön entspannend. So, jetzt steigen wir hier noch kurz auf. So, zack, zack, zack. Okay, und dann haben wir das zumindest mal alles geschafft hier. Hier, das bauen wir ab, das bauen wir ab. Sehr schön. Oh Gott, Freunde, das war nicht gewollt. So, bis wir was essen, gleich hol kurz den Teddy mal her, dass der auch mal die neue Brücke sehen kann, Freunde. Weil ihr wollt den Teddy ja immer so oft sehen in den Videos und dann ermöglicht euch das natürlich auch, ne? Wenn ihr den immer so gerne sehen wollt, beim kleinen Teddy, dann zeige ich euch den gerne mal. So, dass er mal die neue Brücke wieder hier beläuft. So, das wollte ich ja noch ganz kurz wegmachen, genau. So. Aber ich sagen muss, hier kann das ja bleiben, ne? Und jetzt machen wir, wo haben wir das hier gemacht? Moment, zack, zack, zack. Hier, genau, Freunde, schnell hoch. Und kommen wir da hoch. Zack, Freunde. Sehr schön. So. Okay, Freunde, das machen wir jetzt so fertig. Und nicht wundern, das sind Leute. Wenn es vielleicht manchmal so komisch anhört, hier wird gebohrt. Also das ist ganz, ganz komisch. Da hinten wird ist eine ganz fette Baustelle. Die können wir uns auch bald mal angucken. Freunde, also nicht wundern diesbezüglich. So, aber ich denke, wir holen jetzt mal den guten Teddy hin. Den wolltet ihr ja eh unbedingt sehen, Freunde.
Und ja, dann holen wir den. Und dann kann er sich auch mal die Brücke jetzt angucken, weil der ist momentan ziemlich schläfrig und schläft die ganze Zeit. Und ja, Freunde. So, Teddy. Teddy, wo bist du denn? Da ist er. Freunde, unser Haus nimmt auch langsam. Hier ist was, Teddy. Unser Haus nimmt auch langsam ein bisschen Form an. Klar, es braucht auf jeden Fall noch seine Zeit. Und wir wollen ja nicht wie so ein kleines Haus haben. Wir wollen noch alles schön machen. Aber das ist jetzt die neue Brücke, Teddy. Komm mal mit. Teddy, guck. Oh, Freunde, er kann jetzt hier richtig rennen, ne? So, Freunde, wir gucken uns mal die ganze Brücke von außen an. Jetzt von unserem Dönerladen, den haben wir wieder ein bisschen aufgerichtet. Klar, ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber trotzdem. Guck mal, Freunde, die Brücke ist jetzt schon mal ganz, ganz anders als vorher. Das finde ich richtig gut. Und ja, Moment mal. So. Und ja, das müssen wir alles noch gleich machen. Also ich finde dieses, schreibt mir in die Kommentare, wie wir es machen sollen. Sollen wir eher diese Balken so wie links machen oder so wie rechts? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Hashtag links oder Hashtag rechts, dass ich weiß, dass es gleich aussieht. Es sind nur zwei Vorschläge und einer davon wird, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Und so freuen. Und was würde ich sagen, gehen wir mal zum Strand und holen uns noch ein bisschen Glas, dass wir hier noch so ein paar Gläser reinmachen können. So, Freunde, weil wir müssen ja ein bisschen Sand dafür brennen, dass wir das Glas bekommen. Und es sollte natürlich nicht das Hindernis hier sein. So, aua, 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 aua. Was war denn das? Hallo? Mensch, so. Also, hier gehen wir mal ganz kurz zum Strand. Ich glaube, das ist hier der richtige Weg. Genau. Ja, Freunde, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Hä? Wartet mal. Was? Ist da Teddy? Komm mal mit. Freunde, wir bringen jetzt Teddy nach Hause, weil das sieht nach der heutigen Tagesaufgabe auf. Und es ist ja, glaube ich, wieder ein, ja, wähle nicht die falsche Tür oder sowas. Und da haben wir letztes Mal schon schlechte Erfahrungen mitgesammelt, Freunde. Also deswegen nicht wundern, dass ich den Teddy jetzt zurückbringe, weil ich bin nämlich in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge bin ich an sowas, ja, gestorben. Ich war tagelang flach gelegen, konnte nichts machen, Freunde. So, ganz kurz, Teddy, wo bist du? Teddy! Wo ist Teddy, Freunde? Hier. Teddy, komm, die schiebe ich jetzt mal ganz kurz hier rein. So. Nee, okay, Freunde, egal. Wir holen uns da jetzt noch ein bisschen Essen aus der Kiste. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was drin. So. Essen? Nee, shit. Mist, 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 Freunde, wir brauchen unbedingt noch was zum Essen. So, ist hier nirgendwo mehr was? Rottenfleisch? Naja, besser als nichts, okay. Essen wir halt lieber sowas anstatt gar nichts. Wisst ihr, wie ich meine, Freunde? Man muss auch mal mit dem auskommen, was man eben nur hat. Und es ist halt in diesem Fall das Rottenfleisch. So, dann gehen wir jetzt mal hin, gucken uns den ganzen Spaß hier an, Freunde. Und bald können wir auch unsere eigene Farm, würde ich mal sagen, bauen. So, Freunde, oh mein Gott. Dann mal los, gucken wir mal, was es damit auf sich hat, Freunde. Ja, wie ich gedacht habe, bloß sind es diesmal Portal oder sowas, keine Ahnung. Warte mal. Chucky die Mörderpuppe, Slenderman, Sonic.exe und Jeff der Killer, Freunde. Also, wir haben hier vier verschiedene Killer zur Auswahl und wir müssen, Leute, die dieses Prinzip nicht kennen, den richtigen erraten. Und zwar sind es hier, mal gucken, wie das hier abläuft. Mal ganz kurz reinschauen, ob man schon irgendwas sieht. Nee. Also, man springt hier ins Wasser und danach kommt man ja irgendwo hin, ne? In eine andere Dimension, gehe ich mal stark davon aus, weil er sollen Portale darstellen. Freunde, schreibt mal ihr in die Kommentare, für welches Portal wir uns entscheiden sollen. Es gibt zum Auswahl, wie gesagt, Chucky, die Mörderpuppe. Dann Slenderman, Sonic.exe und Jeff, der Killer, Freunde. Ich entscheide mich für Sonic.exe. Ob das jetzt die richtige Wahl war, seht ihr ja gleich. Und wie gesagt, nicht schon mal, schreibt gerne ihr in die Kommentare, was ihr gewählt hättet. 3, 2, 1. Teddy, mach's gut. Ciao. Oh, Freunde, es hat geklappt. Wir haben die richtig. Oh mein Gott, Freunde, hattet ihr es richtig? Wir hatten sie nämlich richtig. Oh mein Gott. Wir sind tatsächlich hier angekommen und hatten Glück. Oh mein Gott, Freunde, hier gibt es so viele Diamantos-Blöcke, Smaragde. Und das passt hier wieder ganz gut, weil ich musste letztens ganz viele Diamantblöcke opfern für die, ja, wie soll ich sagen, für die Teddys-Statue. Oh mein Gott, Freunde. Also, wir hatten es richtig. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du auch richtig gelegen bist. Ob du auch dich für Sonic entschieden hättest. Oder vielleicht für Chucky, für Jeff, der Killer, Slenderman. Also, es gab ja einige zur Auswahl. Ich hoffe mal, dass du da auch richtig hast und mich in den Tod geschickt hättest, Freunde. Das ist gut zu wissen. So. Perfekt. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich schon relativ viel von dem ganzen Zeug. Nehmen wir einfach mal so viel es geht mit. So viel das Inventar halt eben zulassen sollte. Ne? So, Freunde, perfekt. Das noch. Und
Ja, perfekt. Ich glaube, wir haben schon mal relativ viel. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du ein Like da lassen würdest, ein kostenloses Abo oder durch ein nettes Kommentar mit Hashtag Syntami schreiben würdest. Und ich als kleiner Diamant neben meinen besten Freunden hier. Mach's gut, Freunde. Bis zum nächsten Video und ciao.